Hey, du. Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Ja. Diesmal schon. Er sagte, du würdest mir weiterhelfen. Aber wieder die Gedenkpause. Gut, dann wollen wir mal. Es gibt zwei Dinge, die du tun musst, bevor du bei uns mitmachen kannst. Erstens, du musst beweisen, dass du fähig bist, die Aufgaben zu meistern, die du als Söldner zu erfüllen hast. Ich werde dich auf die Probe stellen. Das war doch schon vorher klar. Zweitens, du musst dir den Respekt der anderen Söldner verdienen. Von mir erfährt keiner was. Wie verdiene ich mir den Respekt der anderen Söldner? Den meisten wird es reichen, wenn du meine Aufgabe erfüllst und deine Probe bestehst. Aber einige unter ihnen wirst du auf andere Art überzeugen müssen. Manche werden versuchen, deine Situation auszunutzen und wieder anderen passt vielleicht deine Visage nicht. Du solltest versuchen, mit möglichst vielen der Jungs gut auszukommen. Aber wenn nichts mehr hilft, kannst du dich immer noch auf ein Duell einlassen. Wenn du gewinnst, wird das den meisten Respekt beibringen. Aber achte darauf, dass du nicht versehentlich einen dabei umbringst, denn dann hast du ein fettes Problem. Whoopsie-Daisy! Ich habe übrigens, Fun Fact, das Spiel neu gestartet und die Musik ist immer noch weg. Wie ist mein ich glaube, ich muss von diesem Cursed Bauernhof runter. Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis meint, du stehst auf der richtigen Seite. Cypher sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. Rod hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Doch einen Bug, ja. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Natürlich bin ich das. Buster meinte, du wärst okay. Klar. Und da hält dich für ein Kameradenschwein. Hey. Aber seine Stimme zählt hier sowieso nicht viel. Brav. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten warten einfach ab, ob du die Probe bestehst. Mhm. Immerhin hast du schon einige faire Duelle gewonnen. Ja. Du bist noch lange nicht so weit, Kleiner. Wenn du bei uns aufgenommen werden willst, musst du schon was da. Du hast 90% des Bauernhofs überzeugt. Du bist noch lange nicht so weit. Schau, dass du Land gewinnst. Welche Aufgaben habe ich als Söldner zu erfüllen? Ona hat uns aus zwei Gründen angeheuert. Er will, dass wir ihm die Milizen vom Hals halten und dass wir auf seinen Höfen für Ordnung sorgen. Dazu zählt auch, dass wir die Pacht eintreiben, wenn die kleinen Bauern mal wieder nicht zahlen. Also, was darf sein? Anscheinend gibt's die Ich mach das mit den Milizen. Werde ich schon fertig. Der Bauer Benga hat sich beklagt, dass ihm in letzter Zeit die Milizen aus der Stadt immer mehr auf den Wecker gehen. Okay, das ist gar keine... Sie setzen den Bauern unter Druck, wollen wohl erreichen, dass er sich von Ona lossagt. Ich dachte, das wäre die erste Quest des Söldners. Aber das ist sogar die auf die Probe stellen Quest. Verloren haben. Fragen, wo finde ich Bengars Hof? Im Südwesten des Tals ist eine große Treppe, die zu einer Hochebene führt. Dort liegt Bengars Hof. Wenn du dich verlaufen solltest, frag die Bauern auf den Feldern, wie du dich in der Gegend hier zurechtfindest. Gibt's bei Bengars Hof auch wieder Mucke? So, nur mal kurz gefragt. Was ist mit dir? Wirst du für mich stimmen? Wenn du beweisen kannst, dass du die Aufgaben eines Söldners erfüllen kannst, ja. Danke. Okay, mit Cord kann ich noch reden, das könnte ich noch machen. Ja, muss man mal ganz kräftig dazwischen. Ich muss zugeben, dass ich diesen Spruch mit ganz kräftig dazwischen hauen. Ich wusste gar nicht mehr, dass der im Standardspiel existiert. Ich dachte, das wäre was, das hätte man halt in Odyssey neu rein. Jetzt warte mal, also irgendwas ist da mit dieser Musik komplett dead. So war sie, ne? Ich muss von diesem Cursed-Bauernhof runter. Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder Feldräubern hast, dann frag einen der jüngeren Söldner. Zu mir kannst du kommen, wenn hier die Paladine anrücken. Was? Jedes Mal, wenn einer von euch Bauern zu mir kommt, geht's darum, harmlose Tiere abzumetzeln. Ich bin kein Bauer. Ich bin keiner der Bauern. Ja, genau. Gib's ihm. Was willst du dann? Ich will Söldner werden. Du siehst mir eher wie ein Kandidat für die Feldarbeit aus, Junge. Danke. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Nein. Wie sieht's mit Einhandwaffen aus? Damit bin ich schon ganz gut. Und wie steht's mit Zweihändern? Ich werde bestimmt besser. Du bist jedenfalls kein blutiger Anfänger mehr. Gut, ich werde für dich stimmen. Was dir noch an Wissen fehlt, kannst du von mir lernen. Ich hoffe gerade, dass das mit dem Sound passt, dass mein Mikrofon gerade nicht spinnt. Das gibt nämlich irgendwie einen höheren Ausschlag. Es kann aber daran liegen, dass ich einen Ventilator im Hintergrund anhabe. Ich hoffe, es gibt kein Störgeräusch. Muss ich nach der Aufnahme immer gleich testen. Wo liegt der Vorteil von Einhand- oder Zweihandwaffen? Eine gute Frage. Ich sehe, du hast dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt.
Einhänder sind schneller, aber etwas schwächer. Zweihänder richten mehr Schaden an, aber du kannst nicht so schnell zuschlagen. Und haben mehr Reichweite. Außerdem ist mehr Stärke erforderlich, um einen Zweihänder zu führen. Das bedeutet zusätzliches Training. Nur wenn du bereit bist, viel zu investieren, hast du eine Chance, richtig gut zu werden. Also ich glaube, rein logisch, kommt natürlich auf die Waffe an, aber ich glaube, rein logisch macht das gar nicht so viel Unterschied. Ich meine, so ein Zweihänder ist schwerer, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber du hältst ihn ja auch mit zwei Händen, während du den Einhänder, ne, außer es ist eine Art B-Händer oder sowas. Das kannst du ja sowohl mit zwei Händen als auch mit einer Hand führen. Also wir gehen davon aus, zweihändige Waffe, einhändige Waffe, jeweils nur eine oder zwei Hände. Dass da gar nicht so viel um ist. Weil dadurch, dass du eine zweite Hand verwendest, hast du auch mehr Power. Aber ich glaube, das kommt auf die Waffe an, weil wenn du beispielsweise so eine fette Axt hast, die oben wie so eine Mondsichel hat, auf beiden Seiten, also wie Gorns Axt zum Beispiel auch, das ist, glaube ich, krass. Also da musst du den Schwung erstmal hinkriegen und dann die Waffe wieder bremsen können. Was soll ich eher lernen? Einhändigen oder zweihändigen Kampf? Die beiden Waffengattungen sind recht ähnlich. Sobald du die nächste Stufe bei einer Waffengattung erreicht hast, lernst du automatisch die andere mit. Ja, so weit sind wir ja schon. Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training in Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. Wenn du immer nur eine Waffengattung trainierst, wird das Training für dich anstrengender. Trainierst du immer beide, kommst du mit weniger Einsatz genauso weit. Im Endeffekt kommt es aufs selbe raus. Es ist deine Wahl. Ich weiß langsam nicht mehr. Ich habe gehört, dass du dem Ring des Wassers angehörst. Welcher Dreckskerl konnte denn da schon wieder seine Schnauze nicht halten? Lee erzählte mir davon. Habe ich den Aquamarinring gerade gar nicht so an? Sieht so aus, als ob ich mich jetzt mit dir herumschlagen müsste, hey. Was? Also gut, was brauchst du? Und pass bloß auf, was du jetzt sagst. Wenn mir nicht gefällt, was ich von dir zu hören kriege, dann zieh ich dir das Fell über die Ohren. Könntest du mir helfen, bei den Zelten aufgenommen zu werden? Ich will deine Waffe, ich will deine Rüstung. Da muss man ganz kräftig dazwischenhauen. Also seine Waffe gibt er mir mit Sicherheit nicht. Seine Rüstung auch nicht. Ja, wobei Waffe noch eher, aber ich glaube. Vielleicht sagt er, geht zu Bennett, er soll dir eine Waffe geben oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich wundere mich über. Ich will deine Waffe. Ach ja. Das könnte dir so passen. Okay, das war wenigstens noch nicht auf die Fresse. Du könntest mir helfen, bei den Söldnern aufgenommen zu werden. Das kann ja heiter werden. Gut, werd's versuchen. Was noch? Ich will deine Rüstung. Das reicht mir. Wenn's mehr nicht ist, und wehe dir, wenn mir zu Ohren kommt, dass du die Klappe nicht halten kannst. Und das sage ich nur einmal. Klar? Hilf mir, Söldner zu werden. Lass mal überlegen. An Torloff wirst du wohl vorbei müssen, wenn du hier was werden willst. Warst du schon bei Torloff deswegen? Ja, das ist die Geschichte mit der Probe. Aha. Und wie sieht die aus? Ich soll die Miliz von Bengars Hof vertreiben. Ah ja, das ist einfach. Pass auf, komm morgen wieder, dann habe ich die Sache für dich erledigt. Allerdings musst du dafür auch etwas für mich tun. Und das wäre? Nicht weit von hier im Südosten gibt es in den Bergen ein kleines Lager der Banditen. Das ist wahrscheinlich das, was ich schon erledigt habe. Wenn du nach Südosten gehst, kannst du schon den Turm sehen, der dort Lager steht. Okay. Einer meiner Leute, sein Name ist Patrick, ist vor einigen Tagen dorthin aufgebrochen, um mit den Dreckskerlen zu handeln. Tja, ich habe ihm gesagt, dass es eine Schnapsidee ist. Aber der Idiot wollte nicht auf mich hören. Ich nehme an, dass sie aus ihm Kleinholz gemacht haben. Sicher weiß ich das allerdings nicht. Du wirst es für mich herausfinden. Was sagt mir, dass sie nicht auch aus mir Kleinholz machen? Weil ich den Namen ihres Anführers kenne. Er heißt Dexter. Du wirst einfach behaupten, dass du den Kerl kennst. Dude, dann werden sich seine Jungs Namen auch zweimal schon überlegen, ob sie dir einfach so auf Verdacht das Fell über die Ohren ziehen. Es kann natürlich trotzdem gefährlich werden. Aber du machst das schon. Gildenlos. Nicht, dass ich da jetzt was getriggert habe und jetzt deswegen mich quasi schon für eine Gilde entschieden habe. Das wäre ja auch
Strange. Ich glaube aber nicht, oder? Ich habe was anderes gehört. So, wenn wir aber schon dabei sind. Leute, ganz kurz. Kord gehört zum Ring des Wassers. Okay. Tut mir leid. Warte mal. Nein, okay. Davon lasse ich lieber die Finger. So, Kord, ich erzähle dir jetzt mal was. Ich mache beide Quests, ja? Du bist unnötig. Oh, warte mal, ich habe in den Kommentaren was gelesen. Das könnte ich mal gleich mal machen. Ich habe mir jetzt gar nicht genau die Stelle angeguckt, aber neben zwei Feldräuber, die gespawnt sind, war eine Steintafel, die ich übersehen habe. Ich habe jetzt das Video nicht nochmal... Ah, da vorne ist sie schon. Nicht nochmal abgespielt, aber kann ja nur hier sein. Deswegen Steintafel. Danke dafür. Weiter geht's. Mache ich das mit Dexter jetzt gleich? Ich meine, es ist im Endeffekt eh Wurst, wann ich es mache, ne? Oh, Butterfleisch. Finde ich Patrick hier jetzt nicht tot? War das nicht so? Dann muss ich gar nicht rein, wenn es so ist. Aber ich werde das mit den Milizen selber machen. Allein schon, weil die Quest eigentlich ganz cool ist. Aber ich dachte wirklich, das ist die erste Söldner-Quest. Aber gut, als auf die Probestell-Quest ist das auch passig. Also kann man nichts sagen. Und Pachter eintreiben könnte ich natürlich auch machen, aber... Nee. Hi. Okay, Beschwörungsgeräusche. Hi. Halt, du kannst hier nicht vorbei. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Danke. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also? Olaf. Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Sag mal, Wache, ich suche so einen Typen, ne? Ich hab ein Bild von ihm, warte ganz kurz. Hier, hast du den gesehen? So schaut der aus. Nein? Okay, danke. Bandit, kann ich mir durchreden? Geh, solange du noch kannst. Aha. Hey. Okay, sehr gesprächig. Geh mir aus den Augen. Das sieht aus wie Matt in der Pumper Edition. Glaubst du wirklich? Bandit. Hey, du. Okay, die sind alle sehr gesprächig. Mr. Patrick, wo bist du? Oh, Steintafel? Nein, Spruchrolle. Okay. Also, der einfachste Weg zum Herzen dieses Gebietes hier ist, sich in die Mitte zu stellen und einen Feuerregen zu machen. Aber dann kann ich nicht mehr mit Dexter reden. Deswegen werde ich erst mit Dexter reden. Dann einen Feuerregen machen, damit treffe ich dann eine Person, die ich nicht treffen will, die mich dann nach dem Kampf verprügelt und dann sind alle glücklich. Wache, Bandit. Hey, du. Okay, du sagst nichts. Danke für die Steintafel. Darf ich hier sein? Ja. Was darf ich das du, haben? Du Nein. Kleiner Dieb. Ich mach dich fertig. Oh Gott, alle haben ihre Waffe gezogen. Okay, ich darf das nicht haben. Ich wollte ausprobieren. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist da oben etwas, das ich mitnehmen kann. Und zwar diese verdammte Krähe, die mir die Ohren explodieren lässt. Was ist los? So. Hopp. Hopp. Oh, verdammt. Nochmal. Hopp. Ich glaube, da drüben ist es einfacher. Hopp. Nice. So, Feuerpfeile und der Feuerbogen. Ach. Oh, ich habe keine Dietriche mehr. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Nee, ich will jetzt nicht nochmal extra hierher kommen. Das waren jetzt die Kombinationen. Jetzt gar nicht gemerkt. Ich glaube, links, rechts, rechts, links, links, rechts müsste es dann sein. Was ist los? Wir jetzt nicht nochmal extra wegen dem dann wieder hierher laufen müssen.
So. Okay, also, ich glaube, links, rechts, rechts, links, links. Okay. Links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, ja. Ah, Feuerpfeile. Wollt mich schon beschweren. Nice, 17 Pfeile, aber Feuerpfeile ist natürlich was anderes. So, muss ich jetzt wirklich Dexter wegen dem Patrick ausfragen? Alle sind gerannt wie die Hasen, ich war ganz allein. Ich könnte eigentlich schwören, dass der auf dem Weg tot liegt, also bevor man hier überhaupt hochkommt. Was ist los? Aber es kann nur sein, dass ich mich... Naja, obviously, ich habe ihn nicht gesehen. Meine Meinung kennst du ja schon. Sehr laute Krähen. Naja, hier ist tatsächlich nichts, ne? Vielleicht muss ich tatsächlich Dexter fragen. Hätte ich mich wirklich gedacht, dass der hier irgendwo liegt. Vielleicht mehr hier? Nein? Okay, dann habe ich das vielleicht mit irgendwas verwechselt. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Will ja eh mit Dexter reden. Feuerregen rüste ich direkt mal aus. Mein Gold werde ich oben droppen, weil wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass eine bestimmte Person mich verprügeln wird, weil ich sie mit dem Feuerring auch erwische. Aber wenn ich keinen Feuerring mache, dann entgeht mir eine Menge EP. Also Feuerring-Idee ist. Von euch heißt ja keiner Patrick, ne? Also es ist nicht so, dass er übergelaufen ist. Oh, eine Steintafel. Bandit, 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 Bandit. Bist du da drin? Greife nach jedem Strohhalm. Oh, Minecrawler Warrior. Weiß gar nicht, ob ich den schaffe. Ich meine, Minecrawler haben ein echt leichtes Moveset. Also, ich glaube schon. Sprache und Starb. Haha. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ah. Okay, ich dachte, der Minecrawler Warrior macht mehr Schaden, wenn er mich trifft. Apropos, wir haben Musik. So zu kämpfen ist furchtbar gerade. Weil ich versuche es immer so zu machen, dass ich mehrere Treffer wenigstens landen kann. Aber dann krieg ich manchmal auch eine Bugpfeife. Eine Minecrawler-Pfeife. Zwei Äpfel. Lecker. Vielleicht sollte ich mal doch wenigstens die leichten Heiltränke mal lernen. Hm? Ich hoffe jetzt echt, dass ich nicht was getriggert habe. Ach komm. Danke. Und mich jetzt quasi den Söldnern anschließen müsste. Weil ich bin ja noch nicht fertig mit meinem Rundgang überall. Ne? Wisst ihr, ich schließe mich erst an, wenn ich Level 8000 bin. Minecrawler Warrior, komm her. Boot, 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 boot. Boot, boot, boot. Okay, der andere will zuerst. Komm ran auf den Meter! Ah, es hat gesessen, ne? Putz, 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 putz. Oder ist eigentlich eher Schlitz? Naja. Wollte ihn so an die Wand kriegen und hab's geschafft. Allerdings, dass ich einmal faile und selber einen Schlag krieg, war nicht geplant. Trink mal einen Trank. Ab und zu ist es. Herzbrocken! So. Okay, kann ich noch nicht. Oder geht bei denen nicht. Alternativ. Oh, ich hab's falsch im Kopf und es geht nur mit Gold.
Nee, bei Erz ging das doch schon auch, oder? Gothic 2. Also bei Odyssey weiß ich es, aber... Jetzt habe ich so ein bisschen die Misere, dass ich jetzt nicht mehr ganz sicher bin, was war im Standardspiel und was nicht. Weil ich jetzt Gothic 1 gespielt habe. Für, keine Ahnung, 30 Stunden. Und ungefähr für 200 Stunden Odyssey. Aber da war wirklich Name Programm. Also es war eine Odyssey. Bandit. Dass er hier hinten vielleicht ist. Ich meine, hier hinten, wenn er wäre, wäre er zumindest vor dem Banditen safe, aber er wäre halt auch gefangen. Sehe ich hier irgendwas? Nein, aktuell nicht. Ein Feldknöterich. Weiß nicht mehr genau, was da drin war. Ich tippe auf Untote. Ah, ich höre Zombies. Hallo. Okay, hier ist sogar eine Tür. Nice. Okidoki. Ich weiß gar nicht, kriege ich die jetzt schon auf? Ja, ist gar nicht verschlossen. Okay, kriege ich die wieder zu? Nee, vergiss es, sind wir hier mit zwei Händen. Ja, nee. Die machen way too much damage. Könnte mir selber eine Unterstützung rufen. Wollen wir es mal probieren? Immerhin. Okay, jetzt kommen sie alle. Das ist too much. Das ist too much game. Finde ich nicht okay. Okay, aber die wollen... Aua, mich. Ich hoffe nur, dass mein Skelett gewinnt. Nein, mein Skelett hat verloren. Okay. Okay, also merke, Timothy ist nützlicher als Rudy. Aber ich habe keinen Timothy mehr. Doch einen, glaube ich sogar. Feuerregen, Eisblock, Feuerball. Vergessen, Feuerfall, keine Ahnung. Dachte, ich hätte noch einen. Ja, habe ich auch noch. Ist nur auf der neuen gewesen. Speichern. Mein Gold werfe ich mal hier auf den Boden. Nur sicherheitshalber. Kann sein, dass es nicht nötig ist, aber it is what it is. Hi. Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Na du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann. Hast du das nicht gewusst? Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Ein Söldner namens Patrick soll hier gewesen sein. Ja, ich. Jetzt gerade. Nur bin ich kein Söldner. Keine Ahnung, was du meinst. Ich kann mich an ein Großmaul von Söldner erinnern, der gelegentlich bei den Jungs draußen rumhing. Den habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht haben die Jungs ihn am Ende noch aufgeknüpft. Ich habe keine Ahnung. Okay. Du willst meinen Kopf? Man holt ihn dir. Man erzählt sich, dass du Leute aus Korinis verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt. Wo sind die Leute geblieben? Hier irgendwo in den Minen? Sie sind schon längst über alle Berge im Nordosten und unerreichbar für dich. Ich könnte dir zeigen, wo genau, aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Wer gab dir diesen Auftrag? Mein Boss, ein gefährlicher Mann. Du kennst ihn.
Es ist Raven, einer der ehemaligen Erzbarone aus dem alten Lager im Minental. Er braucht die Leute für seine Pläne. Und das ist auch schon alles, was du wissen musst. Raven gefährlich? Naja. Raven gefährlich? Naja. Was weißt du denn schon? Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er war damals schon ein mieses Schwein, aber heute... Er hat sich verändert, seit die Barriere gefallen ist. Ein schwarzer Schatten liegt auf seinem Gesicht. Sein scharfer Blick durchdringt dich wie die Krallen eines Greifvogels, wenn du ihm zu lange in die Augen schaust. Ich kann dir nur... Du meinst wie ein Rabe? Verlasse Corini so schnell, wie du nur kannst, bevor es zu spät ist. Hier gibt es nichts für dich. Nur den sicheren Tod. Ich würde mal gerne wissen, ob das eine über lange Flur Entscheidung war, Dexter hier reinzusetzen mit den Banditen. Also, warum ausgerechnet Dexter und nicht, keine Ahnung, Whistler, Sly, Necks böser Zwillingsbruder? Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja. Aber du hast uns alle befreit. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Hau ab. Verschwinde. Mach dich unsichtbar. Geh und lauf mir nie wieder über den Weg. Ich muss wissen, wohin du die Leute verschleppt hast. Tja, kannst ja versuchen, es aus mir rauszuprügeln. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Lässt du dich hier nochmal blicken, werde ich nicht zögern, dich zu töten. Och Mann, jetzt konnte ich nicht alles mit ihm besprechen. Wenn ich ihn nochmal anspreche, ist er böse. Ich probiere mal was. So, wir haben nie miteinander geredet. Du hast es nicht. Okay, es tut mir leid. Warte. Ja, jetzt ist er draußen aufgetaucht. Man hat es schon gehört. Der spawnt dann immer. Sobald der Kampf beginnt, plopp. So, nochmal kurz das Gespräch führen bis dahin. Bla 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 bla. Ich glaub dir kein Wort. Hey, es ist wahr. Ich schwöre beim Grab meiner Mutter. Da gibt's so einen Kerl mit einer Augenklappe. Der sucht dich. Alle suchen mich. Das schert mich einen Dreck. Wenn der Kerl was von mir will, soll er herkommen. Ich glaube, dass er das tun wird. Und was hast du... Okay, das war dann alles. Dann würde ich gerne was ausprobieren. Ich habe jetzt mit Dexter gesprochen. Was passiert, wenn ich jetzt zu Greg gehe und sage, ich habe mit Dexter gesprochen? Ich glaube, hier bin ich auch noch nie draufgesprungen. Hier ist aber auch nichts. Gut, ich könnte da hoch, aber das muss ich ja auch nicht. Ach, das war... Bla, 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 bla. Das war schon zu hoch. Zumindest, wenn ich so falle, wie ich es gerade getan habe. Oh nein. Oh Gott. Okay, ich habe überlebt, das reicht. Muss ja nur mit ihm sprechen. Ich sollte mich vielleicht auch beeilen, es wird dunkel. Weil am nächsten Tag hat ja Cord den Auftrag erfüllt. Oder ist, zählt das erst ab nächster Tag, wenn ich was für ihn mache? Hallo Fester! Oh, ich glaube, Greg ist gar nicht mehr da. Doch, da steht er noch. Hi. Okay, man kann nichts sagen. Gut. Hat mich jetzt einfach interessiert. It's time to roll. Weg mit der Magie. Ja, ist ja okay. Es tut mir leid, Mann. So dumm, bitte nicht schlagen, bitte. Requiescat in pace! Das war's für dich, Penner. Hallo Greg. Tut mir leid. So. Dexter ist wohl erledigt, was? Keine Ahnung, ich bin nicht im Haus. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Alles klar, Papa, danke. So. Er konnte seine Waffe noch ziehen. Dexter. Grog, Brotfisch, Befehle, Schlüssel, Dietrich. Lieferung, Nachricht, Konstantin, alter Brief. Nachricht? Ach, das war das, ja. Hier, Befehle.
Dexter, du Mistkerl. Als ich noch Erzbaron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald ein handfestes Problem mit den Jungs in unserem Versteck haben. Ich brauche hier meine Sklaven. Okay. Der hat einfach seine Chance genutzt. Es war der fucking Assassin in diesem Lager. Das ist schon mal meins. Der hat kein Wort gesagt, bis er seinen Sturmangriff gemacht hat. Also das war gerade spooky. Das war heftig gerade. Das war wirklich heftig gerade. Also, well played. Er hätte es verdient gehabt, mich zu töten an der Stelle, muss ich sagen. Und du passt das nächste Mal besser auf. Du guckst nämlich in die Richtung, wo er herkam. Hast du mich verstanden? Du musst doch nicht die Nase kratzen. So, weiter geht's. Wo war ich? Ich brauche hier mehr Sklaven, sonst starten die Jungs hier noch eine Revolte. Und was das heißt, muss ich dir nicht sagen, oder? Ich stehe kurz davor, in den Tempel hineinzugelangen. Da kann ich mir Störungen dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang müssen wir einen Weg über die hohen Berge im Nordosten von Korinnes finden. Die Piraten machen die Überfahrten sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht mehr dafür bezahlen. Raven! Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. So ein Mist, das bringt mir nichts. Ach, verdammt, das hilft mir nicht weiter. Das hilft mir nicht weiter. Den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Ja, tut mir leid. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Korinnes kommt. Nein. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Noch weiß ich nicht. Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja Skip getroffen. Kann ich das noch fragen, bevor ich das mit Skip sage? Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Greg, ich will dir nichts sagen, aber ich habe gerade mit dem Feuerregen alle geone-shottet. Danke. Ich habe einen Piraten namens Skip in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Der Idiot! Ich habe 3 Tage dort gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Ja, macht uns noch lange nicht zu Freunden. Hey, pass auf! Nee, das wollte ich jetzt. Das wollte ich jetzt machen. Kannst du die Waffe wieder wegstecken? Oh Gott. Also gut. Rechts. Fuck. Links. Rechts. Rechts. Fuck. Links. Rechts. Links. Link. Fuck. Links. Rechts. Links. Rechts. Fuck. Das muss ich laden. Ich habe schon wieder viel zu viele Dietriche verschwendet. Okay, bye. Da hat sich das Spiel verabschiedet. Ich sollte vielleicht nicht, während ich in einer Truhe bin, laden. Ich meine, das ist ein altes Spiel. Ich soll es wirklich nicht herausfordern. Aber okay. Ich meine, solange es an einem Ort passiert ist, an dem ich 2 Sekunden vorher gespeichert habe, ist es wurscht. Mensch, als hätte ich es gewusst, was die Kombination ist. Nicht wahr, Greg? Warte mal, ich soll vielleicht draußen die Leute looten. Zuerst. Weil ich weiß nicht, ob sie dann vielleicht sich doch erstmal zurücksetzen oder so. I don't know. Ich meine, normalerweise, solange Loot drin ist, die spawnen sie ja nicht. So. Die hatten naja alle nichts Wichtiges. Aber vielleicht hatten welche Dietriche dabei. Das wäre nice. 9 Dietriche. Ja, kann sein, dass wer welche dabei hatte. Okay, dann kümmere ich mich jetzt noch um die Milizen. Und ich glaube, ich kann dann Wolf sagen, dass Bengas Bauernhof verteidigt werden möchte. Dann hat der auch wieder eine Arbeit, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Tränke. Okay, da hat es mich kurz zurückgesetzt. Wie als hätte man Nachladeruckler in einem MMORPG. In ein anderes Gebiet. Da schon wieder, glaube ich. Eventuell ist das Spiel unglücklich mit den jüngsten Ereignissen. Wieso
sprinte ich eigentlich nicht. Ist hier was drin? Oh ja, eine Truhe. Rechts. Fuck. Links. Link. Fuck. Links. Rechts. Fuck. Links. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Links. Mann. Links. Rechts. Links. Rechts. 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 Links. Geil. Für eine Säge, einen Hammer, eine Zange und zwei Rohrstahl. Hammer. Dabei. Grobes Kurzschwert. Okay. Aber hier müssten noch Banditen leben, hier links. Die sind wahrscheinlich nicht dazugekommen. Kann aber sein, dass einer, der jetzt noch reinkam, am Schluss, dieser Assassine, dass das einer von denen war. Warte mal, kannst du dich bitte herbewegen? Ich will nicht gegen alle... Oh, 520 Leben, was bist denn du für einer, hey? Jetzt kannst du was erleben. Oh Gott, der hat ja auch noch die Meisterkampfausbildung. Zerreißt. Warte mal, kann ich dich hier runterfallen lassen? Ich meine, du bist ein Depp. Ja. Ja, ich weiß, dass du es willst. Komm, schau. Ich bin fast erreichbar. Du kannst mich fast angreifen. Warte, ich helfe dir auf die Sprünge. Hier. Sprünge, ne? Das ist das Wort jetzt gerade. Ja, ja, ja. Ich werde diesen Kampf gewinnen. Aber kurz oder lang wirst du dich nicht mehr wehren können. Ja. Mhm. Jeden Moment wirst du runterfallen. Oder dein Kumpel zuerst. Ich glaube, dein Kumpel zuerst. Ich brauch so leider ewig. Das macht nur keinen Schaden. Bleib stehen, du Lump! Aber hey, das ist die sicherste Variante, ihn zu töten. Maybe gehen mir ja auch sogar die Pfeile aus. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, da dürfte ich genug haben. Ich warte nur drauf, dass es tatsächlich schafft, sich loszureißen. Mir einen Schlag verpasst und mich one-shottet. Oder was noch trauriger wäre. Ich bräuchte nur noch ein oder zwei Schüsse und dann fällt er runter, dass ich die EP nicht krieg. Bleib stehen, du Lump. Bro, du one-shottest mich bestimmt. Geh weg. Alter, der Typ ist ein Meister in seinem Fach. No! Nee, das war ein fairer Zweikampf. Mit den 800 Pfeilen, die ich vorher geschossen habe. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich einen Baumstamm auf meiner Seite. Das war's für dich, Freundchen. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh. Au! Alter, er hat mich einmal getroffen. Okay, zweimal. Einmal hat er nicht gekrittet. Das ist nicht gut. Ja. Oh komm, das war jetzt echt unverdient. Ja, jetzt hast du wieder volles Leben, ne? Genau. Man kann dich so ganz leicht besiegen. Bist ein Depp, ja? Aua. Ich sollte einfach nicht trash-talken. Oh, ich habe ein Leben. Mir geht's super. Wird man bei einem Leben nicht eigentlich genockdowned? Aber jetzt hatte ich ihn auch wieder fast. Oh, wieso stecke ich die Waffe weg? Wo ist denn eigentlich der andere? Ist der unten? No, jetzt habe ich einen Sturmangriff gemacht.
Aua. Oh, jetzt hat's wieder geruckelt. Irgendwie habe ich, seitdem ich das Spiel neu gestartet habe, so ruckle. Ich glaube, ich werde es gleich nochmal neu starten. Ach ja. Mein Freundchen. Hey. Nicht den Highground nutzen. Der andere ist gerade gestorben im Hintergrund. No! Ach Gottchen. Mann, wieso hat er denn wieder sein Leben voll? Halt ein bisschen mehr kritten. Und hör auf, immer den Highground zu nehmen. Ah, oh, Leute. Eigentlich könnte ich ihn zu Greg locken. Aua. Ich muss ganz kurz hier. Das Mikrofon ist in meinem Gesicht. Okay, ich lade gleich neu. Ich musste gerade das Mikrofon wegrücken. Weil ich habe es angefangen, mit meinem Mund zu essen. Ja. Oh, was sind denn diese Nachladeruckler auf einmal? Schon wieder, jetzt wäre ich fast verreckt deswegen. Ich starte mal kurz das Spiel neu.